Es müsste eigentlich gehen, es müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, Made with Unity. Auch dieses Spiel ist mit der Personal Edition von Unity erstellt. Und wir spielen mal eine Runde Tubestar. So, das war, glaube ich, eigentlich gedacht als irgendwie so ein Klicksimulator. Also so ein YouTube-Verhaltensgedönsrats-Dings-Simulator. Und ist irgendwie so ein freies Spiel geworden. Wie gesagt, nach Tubestar googeln, gibt es auch für Android. So, dann können wir mal reinschauen. Welchen Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn? Wir sagen mal, wir nehmen nur Creative Commons Material, weil ich würde das ja auch gerne hochladen. Und lässig oder schwierig? Lässig oder schwierig? Was sollen wir nehmen? Was sollen wir nehmen? Erstmal lässig. Oder ich meine, schwierig klingt schon echt schwer, ne? Für den Anfang so. Okay, pass auf. Wir wollen die Spiele mal kurz zeigen. Deswegen nehmen wir mal lässig. So, und da geht's auch schon los. Das ist halt ein YouTube-Simulator. Hier oben haben wir unseren täglichen Ablauf. Ein Tag von 9 bis 11. Und hier können wir gleich, das zeige ich dann gleich. Erstmal müssen wir aber, hier haben wir unveröffentlichte Videos, wir müssen aber einen Channel machen. Und weil wir ja gerade hier auf meinem Kanal sind, ich würde sagen, wie nennen wir den denn? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier halt Stigmata Gaming oder so, aber das ist ja, weiß ich nicht. Das ist ja, irgendwelche Ideen? Ideen im Chat? Ich warte kurz auf den Chat. Oh. Ich muss gucken, ich weiß ja nie, ob ihr Probleme habt gerade wieder. Ob das ankommt oder ob ihr einfach nur schweigt. Ich weiß es nicht. Ob ihr ganz still und heimlich da sitzt und zuschaut. Ist ja auch vollkommen okay. Da, ich warte noch. Ich warte noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, da kommt nichts. Ich fange an zu tippen. Und dann nehmen wir einfach mal meinen Channel-Namen. Oh. Ich habe das Mikro im Weg, ja? Das ist meine typische Ausrede, wenn ich mich vertippe. Da mein Mikro ist im Weg, deswegen. So, die Werbestrategie. Tief, normal, ist auch eingestellt. Hoch, aggressiv. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Wir nehmen mal normal. Okay, so, und jetzt haben wir unseren Kanal. Beziehungsweise wir haben jetzt meinen Kanal. Wir haben 0 Abonnenten, wir haben 0 Views und 0 Channel-Einkommen. Oh, Zickenmama musste auf Multi-Twitch wechseln, weil Twitch läuft bei ihr gerade nicht. Ah, das ist doof. Ja, das ist, warte mal, ich kann einmal kurz gucken, über welchen Server ich hier laufe. Wo steht er denn? Ich bin über Frankfurt drin. Wisst ihr was? Ich bin sofort wieder da, ja? Ich switch mal eben auf Amsterdam. Es könnte sein, dass es dann besser läuft. Also ich starte, ich schalte um und bin sofort wieder da. Dauert nur 2 Minuten. Ihr könnt ruhig da bleiben, ne? Bis gleich. Die Musik mache ich auch Pause. Die haben wir uns gleich an. So, ich glaube, wir sind wieder drauf. Ich weiß es nicht. Es dauert immer ein bisschen, bis ich Nachricht kriege, dass wir live sind oder ich live bin. Wir gucken mal. Manchmal klappt es mit Amsterdam besser. Gerade wenn jetzt hier jemand so ein großer wie Gronkh oder so über den Frankfurter Server geht, dann kann es schon mal Probleme geben. Also eine Zeit lang, was ist jetzt los? Das Spiel hat sich gerade in den Hintergrund geschoben. Ich muss es nochmal neu starten. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr mir ja sagen, ob es besser läuft.
Ja, irgendwas hat das Spiel gekillt. Wie gesagt, es ist ein freies Spiel. Da kann sowas schon mal passieren. Man kann aber donaten. So, ich mach's einfach wieder wie eben. Patsch, patsch. Patsch. Und so. Normale Werbestrategie. Gut. Okay, hier in unserem täglichen Ablauf, also hier können wir erstmal noch andere ansehen, andere YouTuber sozusagen, die gerade mit uns auch ihre Channels haben. Guck mal, die haben schon ordentlich Abonnenten, 7000. Tech Talk with Terry Tech. Ich weiß nicht, ob das wirkliche Channels sind oder einfach so random. Ich weiß es nicht. Ich drücke jetzt hier nicht drauf. Ist übrigens ein sehr schönes Thumbnail. Clickbait in Reinkultur. So, im Augenblick läuft es. Das ist doch sehr schön. Wie gesagt, manchmal hat man Glück mit dem Amsterdamer Server. Okay, jetzt können wir hier sagen, wir möchten ein Video drehen. So, was ist das hier eigentlich? Ah, da können wir die Kategorien noch ändern. Machen wir aber nicht. Wir nehmen die vorgegebenen. Die sind nämlich diese hier. Okay, was nehmen wir denn da für einen Film? Für eine Kategorie, für einen Film. Also was für einen Film drehen wir, in welcher Kategorie? So rum. So, wir machen erstmal Spiele. Und zum Reinkommen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein Let's Stream Tube Stars. Tube Star oder Tube Stars? Tube Stars, glaube ich. Oder Tube Star. Wir machen Tube Star. Natürlich noch. Die Folgennummer dahinter. Wie lange nehmen wir auf? 2 Stunden? 3, 4? Lass uns mal bei 2 Stunden. Kosten nicht. Wir haben nicht viel. Wir müssen erst ein bisschen klarkommen. So. Hier können wir noch ein paar Attribute verteilen. Gibt es also ein paar Attribute, die man hier noch seinem Video mitgeben kann. Wir haben einen verbleibenden Punkt, das heißt, wir können aus Fehlern lernen. Spielerstatistik wird leicht verbessert, dadurch verschlechtert sich die Videoqualität. Also wir spielen besser, aber das Video wird schlechter. Nachahmer, das bringt uns 250 kostenlose anfängliche Views oder memetastisch höhere Chance auf die Teilung des Videos. Ich würde sagen, wir nehmen mal memetastisch. So. Jetzt haben wir hier einen Plan drin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden haben wir Zeit. Jetzt können wir noch die Nachbearbeitung. Es gibt keine Videos. Achso, genau so rum war das. Wir müssen jetzt erstmal 2 Stunden mit diesem Videodreh vollpatschen. Und dann noch nachbearbeiten. Mindestens 4 Stunden. Das heißt, wir setzen das da rein. Und sagen noch 4 Stunden bis 11 Uhr wird nachbearbeitet. Und dann starten wir den ersten Tag. Es geht ratzfatz. So, patsch, das war er schon. Aber jetzt können wir hier gucken. Wir haben jetzt hier in den unveröffentlichten Videos unser Video. Und jetzt können wir einfach mal hier nach einem Thumbnail gucken. Und das sind übrigens echte YouTube-Thumbnails. Deswegen kann man am Anfang auch angeben, dass man nur Creative Commons Material nimmt. Man will ja keinen Ärger kriegen. Also ich nicht. Was passt denn zu unserem? Was ist das denn für ein Spiel? Das ist doch Bioshock. Bioshock, hey, was für Zickenmama. Animal Crossing passt nicht. Mario Party passt nicht. Das passt auch nicht. Was würde denn passen? Ich klicke mal ein bisschen weiter, weiter, weiter. Ich bin eine Frau, interessant. Das auch nicht. Naja. Adventure Time, Mario Party. Pass auf, wir nehmen mal diesen Minecraft Thumb. Ist das denn Lego? Interessant. Mario Kart, schon wieder, das schon wieder. Jetzt kommt der nicht mehr, ne? Doch, da. Nehmen wir den einfach mal. Views kaufen. Oh, böse, böse, böse. Machen wir natürlich nicht, sondern wir sagen okay. Und jetzt ist das Video draußen. Jetzt
können wir da mal reingucken. Null Views natürlich, kein Daumen nach oben, kein Daumen nach unten. Keine Abonnenten, nichts. Was ist eigentlich 43? Das habe ich noch nicht rausgekriegt, was das ist. Wenn jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. So, jetzt können wir auch schon direkt das nächste Video drehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen zweiten Teil, aber ihr könnt mir gerne Vorschläge mal reinschmeißen in den Chat. Let's Stream Tubestar 02. Spiele. 2 Stunden aufnehmen reicht, glaube ich, an einem Tag. Und Spielerstatistik brauchen wir da nicht. Ich nehme nochmal Memetastisch. So. Und wieder die Nachbearbeitung. Ach. Erstmal in den Tagesplan rein. Nachbearbeiten. 4 Stunden. Man könnte auch natürlich hier nur Videodrehs machen und die Nachbearbeitung lassen. Das geht auch. So, hier ist noch alles ruhig, ne? Jo. Nämlich, wenn wir jetzt Tag 2 starten und dann mal gucken, dann haben wir unser unveröffentlichtes Video. Das ist ein Digimon, ah. Da drin. Und wir haben, Alter, 68 Views. Das wäre ja ein Traum. Das wäre ja echt ein Traum. Schafft man doch nie im Leben mit dem ersten Video. 4 Daumen nach oben, 2 Daumen nach unten. 4 Abonnenten haben wir gekriegt. Auch das ist für den ersten Tag schon... Aber wir spielen ja auf easy, ne? Das muss man ja bedenken. Wenn ich jetzt übrigens hier draufklicken würde, würde sich der Browser öffnen und man könnte sich dieses Video zu dem Thumb angucken. Mache ich aber nicht, ne? Weil, auch aus Copyright-Gründen natürlich. So, was haben wir denn hier jetzt für Thumbs? Das sind die gleichen. Geld verdienen mit Clash of Clans, ach du meine Güte. Das könnte schon gehen, das ist zumindest recht neutral. Next Gen Mobile Gaming, Star Citizen. Es dauert auch mal, bis man mal was davon hört. Ist das... So, das nächste passende nehme ich. Geld verdienen, nein. Das da. Okay. 2 Videos veröffentlicht. Jetzt können wir eigentlich am dritten Tag mal sagen, die 2 Videos laufen. Wir gehen mal lernen. Wir haben aber kaum Kohle, ne? Regie 1. Gibt es da noch mehr? Da gibt es nicht mehr. Videozuordnungstechnologie 1. Ach du meine Güte. Wir können aber trotzdem mal... Soll ich das mal machen? Ich glaube, dann kriegen wir... Ich weiß nicht, was die Kamera bedeutet. Ich mache das mal. 5 Stunden lang. Machen wir mal und beenden den Tag einfach. Patsch. Wir haben 10 Abonnenten. Yeah, darauf ein Bierchen. 10 Abonnenten am zweiten Tag. Aber viel. Okay, wir gucken mal, was unsere Videos gemacht haben. 133 View. Alter, mit 10 Abonnenten ist das total, naja. Wir wissen es, es ist total an den Haaren herbeigezogen. Und gut und schlecht hält sich eigentlich die Waage. Wir haben 7 Abonnenten durch dieses Video bekommen. Dieses Video hat schon 57 Views. Auch 7 Bewertungen. Und auch 4 Abonnenten, das heißt, wir müssen 11 haben. Korrekt. Haben schon $7,60 verdient. Naja, wie gesagt, wir spielen auf leicht, ne? Können wir mal gucken hier, wie es hier so aussieht. Die haben nur ein Video. Wow. Okay, wir drehen nochmal eins. 2 Stunden, ja. Ich bleib mal dabei. Stream, ne? Eben habe ich ein Let's Play genannt, glaube ich, ne? Ja, das ist aber schon ein Fehler. Das ist mir schon auch schon echt passiert auf dem YouTube-Channel. So, wir nehmen das nochmal. Ah, wir haben nicht mehr. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht mehr Punkte. Sollen wir bei dem mal Nachahmer nehmen? Komm, wir kopieren das mal. Kommt da rein und was kommt jetzt eigentlich? Jetzt können wir 2 machen. Das kostet aber wesentlich mehr. Okay, nachbearbeiten, 4 Stunden, wie üblich.
Machen wir ein Video pro Tag, wobei ein, zwei Stunden Video ist natürlich schon heftig, ne? Pro Tag, wohlgemerkt. Aber bei einem Let's Play oder Let's Stream. Ja gut, manche schneiden, das stimmt. Manche schneiden. So, ich starte den Tag. Wir gucken. Tubestar 03. Haben wir hier irgendwas Passendes? World of Warship Launch Event? Nee. Ich nehme jetzt dieses eine, habe ich gerade wieder weggeklickt, aber warte, 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 das da nehme ich jetzt. Okay. 16 Abonnenten, 308 Views und 12 Dollar. Wenn es so laufen würde, echt. Was ist das eigentlich hier, diese rote Zahl? 113 Views, schon 195 Views bei 16 Abonnenten, ja. Wie oft soll denn ein Abonnent das alles gucken? Hier tut sich nichts. Okay. Wir verdienen auch nicht viel Kohle. Wir drehen jetzt aber mal ein Video, warte mal. Über Katzen. Katzen kommen immer gut an. Und weil ich gerade so nach links gucke und er da legt, nenne ich das Video mal Neros Spackattack. So. 2 Stunden. 2 Stunden über eine spackende Katze ist, glaube ich, schon sehr nervenaufwendig. Sehr. Die Videoqualität wird schlechter, aber die Spielerstatistik, das interessiert mich ja nicht. Ich nehme nochmal bessere Chancen auf Teilen. Das ist ein Katzenvideo. Nachbearbeiten. Ah, immer wieder. So, 1, 2, 3, 4. Und wir starten. Habe ich hier alles rüber? Hier habe ich alles auf den Kanal gepackt. Jawohl. Wir starten Tag 5. So, unveröffentlichte Videos. Guck mal, siehst du, da sucht er sich nämlich auch direkt Katzenbilder raus. Das ist kein Katzenbild. Was? Ja, sehr schön. Haben wir irgendein passendes? Das ist keine Katze, das ist ein Hund, liebes Spiel. Das sind Katzen. Das ist eine Katze in einer Vase. Ich suche irgendwie eine schwarze Katze, obwohl das würde, das könnte auch passen. Wir haben auch eine Katze, die sieht, naja, so ähnlich ist übertrieben, aber auch schwarz-weiß. Irgendeine schwarze Katze. Ist auch wieder ein Hund. Mach Männchen mit Katzen. Naja, das hat der Titel drin. Leben als Katze. Wer drehte Sämlinge? Gott, was ist das denn? Komm, ich brauche einen Thumb. Ich brauche einen Thumb hier. Ja, sehr. Katze. Ja. Komm, gib mir jetzt irgendeinen Thumb. Das ist gut. Das lassen wir. Das hatten wir eben schon. Ich weiß, aber wir lassen es jetzt. Jetzt sind die Videos drin. 45. Was bedeutet das immer? Wir gucken uns nochmal die anderen Statistiken an. Wir sammeln Abonnenten. Wir sammeln Views und wir kriegen eigentlich recht viel Kohle. Wenn das wirklich so wäre. Stellt euch mal vor. Okay. Achso, das ist erst einen Tag draußen, hat aber trotzdem schon 2 Abonnenten gezogen. Wir haben 25 Abonnenten und 504 Views. Channel-Einkommen 20. Ich nehme mal an, das ist pro Tag oder insgesamt? Was machen wir denn den Tag jetzt? Kohle haben wir auf keinen Fall. Obwohl wir könnten nochmal für 500 Nachbearbeitungsskillen. Das machen wir mal. So, kann ich jetzt noch sagen, Videodreh, nee, 2 Stunden ist Minimum. Das bedeutet, Videodreh geht nicht. Dann starten wir Tag 6. Gucken wir mal kurz, was das Katzenvideo macht. 79 Views, 7 Daumen nach oben, 2 Daumen nach unten. 3 Abonnenten. Nicht schlecht. Aha. Keine Abonnenten, aber dafür Views. Unserem Tubestar.
So, okay, wir drehen noch ein Video. Hat sich irgendwas getan eigentlich? Nee, ne? Ich glaube, da muss man mehr Abonnenten für kriegen. Obwohl 21, da haben wir ja schon mehr. Da kann es das nicht sein. Drehen wir mal noch ein Video. So, diesmal aber keine Katzen, sondern was haben wir denn noch hier? Fails. Creepypasta, Filme, Anime, Komödie, Sport, die komische Seite, Technologie, Tierkämpfe, Ukulelen-Covers. Also sehr wichtig, eine sehr wichtige Rubrik auf YouTube. Warte mal, ich würde gerne noch mal ja, was spielen. Ich will noch mal ein paar andere Dinger sehen, aber ich mache noch mal Spiel. Und zwar, ich guck mal kurz in den Chat rein. Sagen wir da mal, das ist Bioshock mit Chicken Mama. So. Du hast ja heute YouTubers Live zugelegt. Ich habe heute auch überlegt. Ich hatte kurz überlegt, aber ich dachte, ich warte noch ein bisschen. Und stattdessen mache ich mal hier so einen kleinen Stream, wo wir einfach mal so ein paar Spiele antesten. Aber ich habe es mir echt auch überlegt. So, nehmen wir da auch 2 Stunden auf für? Ja, ne? Wir haben immer noch nicht mehr Punkte hier. So. Ich meine, weil das ja von Zickenmama ist, ne, dann bin ich ein Nachahmer. Nehme ich das. Patschen das rein. Und nehmen noch 4 Stunden Nachbearbeitung. Ocelot, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Stream. So, patsch. Das Veröffentlichen war natürlich sofort. Was ist das denn? Das kommt mir bekannt vor. Wir hatten da eben hier einen Bioshock. Kriegen wir das nochmal? Das wäre ja super passend. 5 Spiele-Tipps an Regentagen. Ja, schön, aber nicht. Na, jetzt kommt es natürlich nicht mehr. Nein. 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 Eben, weißt du, eben habe ich irgendwie ein Let's Play gemacht. Da kam Bioshock Thumbs ohne Ende. Und jetzt nicht mehr. Was passt denn zur Zickenmama? Eben war auch eins. Das hätte ich nehmen sollen. Das da. Wir nehmen dieses. So. Gucken nochmal eben die Statistik. 380 Views. Ich wäre so froh, wenn ein Video von mir 380 Views hätte. Und wir sind hier am Tag 8. Überleg mal. 343. 204. Der Nero. Neros Spackattack. 155 Views, aber 12 Daumen nach oben, dafür 8 nach unten. Ist alles ziemlich ausgewogen, ne? So, und hier ist natürlich noch nix. Das haben wir ja gerade erst gepublished. Hast du eigentlich YouTubers Live schon gespielt? Oder erst geholt und kommt dann noch? Wir müssen noch ein Video drehen. Dann gucke ich nochmal in den Chat und sage Spiele und das ist Netflix, wie hieß das nochmal? Das war Talos Principle, nicht Thanos, ne? So, ne? Wie schreibe ich das? Machen wir es so. Das TV. Doch komm, ich mache das TV mal drin. Hab da auch noch direkt Werbung hier bei mir. So. Genau, kann ich ja an der Stelle mal
Ah, schon gesuchtet. Ist nice und macht Fun, sagt sie. Okay. Das klingt interessant. Ich habe nur mal ein paar Videos geguckt, so. Also keine kompletten Videos, sondern nur mal rein. Und, ja, eventuell, ja doch, doch, doch. So, nächste. Auch das ist Nachahmer. Weil es ist ja vom Netflix. Übrigens hier, an die, die später auf YouTube gucken, ne, hier Zickenmama und was wir hier jetzt machen, hier Netflix TV sind doch die richtigen YouTube-Namen. Korrigiert mich bitte direkt im Chat, damit ich es auch korrigieren kann, wenn es nicht stimmt, aber ich meine, es stimmt. Schaut da ruhig mal vorbei. Okay, Nachbearbeitung, 4 Stunden, rein damit. Hier ist alles erledigt. Ja, dann Patsch, Tag 8. Unveröffentlichte Videos. Was können wir denn da für ein Thumb nehmen? Haben wir das Talos Principle? Ja, ist das natürlich ein. Ich nehme das. Bevor die Merkel gleich wieder kommt, nehme ich das. So, 50 Abonnenten, 1433 Views. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf mit den Views da bei dem einen Video. Der Nero hat uns 7 Views gebracht. Die Zickenmama hat uns... Oh. 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 Zickenmama, was machst du denn? Wieso haben wir denn... Es tut mir jetzt aber leid. Wieso haben wir denn 5 Viewer verloren? Zu viel rumgezickt. Ocelot macht auch YouTube-Videos, aber dein Mikro ist Schrott. Ja. Ja, das kenne ich noch von früher. Und du studierst und hast nicht mehr viel Zeit. Ja, ja, ich mache das ja auch alles neben dem Beruf. Tja, was machen wir denn jetzt? Drehen wir noch ein Video? Wir machen ein bisschen Geld. So ist es nicht. Wir machen schon ein wenig Geld. Ich will aber trotzdem noch ein. Ich weiß gar nicht, wie viel der Job bringt. Man kann seinen Job auch kündigen. Wie viel haben wir denn verdient? 57. Das ist nicht. Das ist kein gutes Omen, sagt sie. Ja, ja. Ich meine. Hier. Tut mir leid. Ihr seht die Maus gar nicht. Kann das sein? Dass ihr die Maus gar nicht seht? Das ist ja doof. Warte mal. Warte. Mauszeiger aufnehmen. Ist aber drin. Das ist ja komisch. Das ist komisch. Dass man die Maus nicht sieht. Ihr seht ja nur so blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Okay. Ja gut, zum Glück ist alles, das ist halt, ich nehme mal an, es ist eine Portierung auch vom Android. Weil man muss ja auch ziehen mit der Maus. Also scrollen sieht so aus. Macht keinen Spaß, ne? Man muss ziehen. Man kann ja übrigens noch einen weiteren Kanal machen, ne? Nur mal so. Was ich auch nochmal gezeigt haben. Okay, zum Glück blinkt ja alles. Da kann ich ja, geht ja, ne? Man sieht ja schon was. Ich würde gerne mal was aus einer anderen Kategorie irgendwie noch machen. Ich nehme einmal Creepypasta. Creepypasta. Gerade läuft ägyptische Musik im Hintergrund. So, ich weiß nicht warum, aber es wird die U-Bahn-Mumie. Aus Fehlern lernen Spielerstatistik, das passt ja überhaupt nicht. Deswegen nehmen wir Memetastisch und machen wieder Nachbearbeitung.
Arbeitung 4 Stunden und starten Tag 9. Die Wirtschaft versagt, die Lebenskosten haben sich erhöht. Zufallsereignis, na super. Kann ich auch irgendwo sehen, wie die Lebenskosten hier so sind? Oh, guck mal, da kommen aber trotzdem welche wegen deinem Video. Das ist doch perfekt. Und beim Netflix haben wir einen Abonnenten auch dazu gekriegt und 60 Views schon. Aber 5 Daumen nach unten, was ist denn da los? Was ist denn da los? Hier ist immer so 50-50 in etwa. Ah, hier auch. Tubestar kommt auch nicht an. Dafür kommt das an, komischerweise. Das ist auch, naja. Hier kann man nochmal gesamte Statistiken sehen. Über alle Videos. Hier haben wir am meisten verdient. Ich weiß aber nicht mehr, was da rauskam. Okay, wir müssen noch die U-Bahn-Mumie, nein. Candy Pop, ein Handy. Was zum? The Pianist Piano Version. Okay. The House of Rules. Kenne ich alles gar nicht. Sonic passt ja mal gar nicht. Das könnte passen mit dem Haus, auch wenn ich U-Bahn genannt habe, aber mit dem Haus. Das ist gut, das ist gut. Das nehme ich. So, zack. Veröffentlicht. Und wir machen zumindest ein bisschen Kohle. Wir machen etwas Kohle. Ich mache jetzt mal nichts. 1000 können wir uns eh alles nicht leisten. Ich mache jetzt mal nichts und mache einfach mal auf. Ich kann auch keine Nachbearbeitung, ne? Es gibt keine Videos. Nein. Ich starte Tag 10. Ich will nämlich mal gucken, wie sich das hier verhält. So. Views kommen rein. Der Nero. Jetzt liegt er da hinten brav, aber der kann richtig abspacken, der Kater, aber so richtig. Gut. Die U-Bahn-Mumie. 40 Views und einen Daumen nach unten. Und einen Abonnent verloren. Naja. Okay. Hat sich irgendwas geändert? Bam, bam. Hat sich nichts geändert, oder? Guck mal, 80.070 Abonnenten. Ich glaube, da kann man schon wirklich ziemlich lange sich mit beschäftigen mit diesem Spiel. Wenn einem denn auch genug Titel einfallen hier. Ich kann ja nochmal ein Video drehen und zwar geht es hier um Vlog und ich nenne das, mir fallen keine Titel mehr ein. So, das würde ich gerne, ich würde gerne 4 Stunden darüber quatschen, dass mir keine Titel einfallen und ich lasse mir das Ganze einfach mal 100 kosten. Memetastisch zum Teilen. So, nachbearbeiten können wir nicht mehr, ne? Oder können wir davon nur 2 Stunden nehmen? Ach, wir können jetzt auch sagen, wahrscheinlich, warte, zack. Und dann nochmal 2 Stunden dranhängen. Ah, okay. Dann ist das Video fertig. Wir können es veröffentlichen. Außenwerbung, kein Büro. Gründungstagebuch 23. Ich kann nicht mehr wechseln. Dann muss es halt dieses Thumbnail werden. Ich gucke nochmal rein. 112 Views. 82 Views. 344 Views. Ach, guck mal. Schon lange ausgeglichen jetzt. Der Nero kriegt 516 Views und sammelt fleißig Abonnenten. Wir haben schon 94. Und das Video geht morgen raus. Wir kriegen doch bestimmt jetzt die 100, oder? Yeah, 100 Abonnenten. Was heißt das hier plus 2? Ich kann aber nicht hier irgendwie, warte mal. Ah nee, warte, das ist doof. Dad. Da freut sich aber jemand, dass sein Video wieder ein bisschen was raushaut.
Shopping. Feuchttücher für Männer. 2 Stunden reicht mir, um über Feuchttücher zu reden, aber hier wird es irgendwie nicht mehr. Ich mache mal aus Fehlern lernen. So. Zack, rein. Nachbearbeiten. 4 Stunden auch mal rein. Und den habe ich freigeschaltet. Ja. Dann startet Tag 14. 74 Views, okay. Aber einen Abonnenten wieder verloren. Simuliert ihr vielleicht, dass wenn man mit irgendwas angefangen hat und die Abonnenten sind deswegen gekommen, dass die dann auch wieder gehen, wenn man was anderes macht? Das ist ja auch irgendwie ein bekanntes Phänomen. Feuchttücher für Männer. Ja. Ja. Haustour. Toys R Us. Feuchttücher R Us. Tokyo Shopping. Holiday Shopping. Ich nehme das. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich kenne sie nicht. Aber sie sind jetzt hier auf meinem fiktiven Kanal. Und ich will einmal nochmal... Ja, Feuchttücher für Männer. Was denn? Ich mache nochmal einen Tag weiter. Ein bisschen Kohle kriegen wir auf jeden Fall. 13 Views und keine... Und schon wieder ein Abonnent weg. Und das Video, was vorher war... Ein Abonnent verloren... Aber Views gekriegt. Naja. Gucken wir nochmal, wie die Alten sich verhalten. Schon fast 1000 Views, ey. Das wäre was. Aber ich glaube, um auf 100 Views zu kommen, musst du in etwa irgendwie so... Oder habe ich oft bemerkt bei Kanälen, irgendwie sowas mit um die 10.000 Follower haben. Dann haben die Videos meistens so um die 100 Views. Also ist das meine subjektive Wahrnehmung. Das sammelt eigentlich ziemlich gut. Let's Stream Tubestar 02 müsste das gewesen sein. Das geht auch. Der Nero? Nero, sammelst du noch Abonnenten? Das tut er so, als würde er pennen. Naja, es geht. Insgesamt. Jo. Naja gut, das wollte ich mal zeigen, dieses Spiel. Ich glaube, wir machen jetzt ja auch den Schluss. Wenn es jemand möchte, es heißt Tubestar 2016. Einfach danach googeln, dann kommt man auf die Seite und da kann man es sich dann kostenlos runterladen oder aber auch dem Entwickler den ein oder anderen Euro freiwillig spenden. Aber er bietet es kostenlos an und ich wollte es einfach mal kurz anspielen und zeigen. So, ich gehe mal raus. Schließen, bist du dir sicher? Ja. Wieso kann man eigentlich nicht weiterspielen? Ah, hätte ich auf Save drücken müssen. Ne? Ist egal. Ist ja nur eine kleine Demo, ein Test sozusagen. Credits kann man einmal kurz reingucken. Die lasse ich einmal kurz stehen. Das Spiel ist von Mike Hall und hier drunter stehen alle die Übersetzer. Und wie man sieht, auch alles Nicknames eigentlich. Also eine freiwillige Community. Und hier oben noch ein paar Sponsoren, kann man ja mal zeigen. So, ich gehe jetzt mal wieder raus hier. So. Moment, gucke mal eben was. War einen schwarzen Bildschirm, ich weiß. Habt ihr noch das Video-Horror, was? Habt ihr noch das Horror-Dings gehabt? Ach du meine Güte, das tut mir ja leid. Warte mal. So, ich wollte nämlich jetzt nochmal kurz in Pause gehen und ihr hättet mir ruhig sagen können, dass eben der Horror Pausenscreen war. Hab ich vergessen umzuschalten, sowas. So, jetzt kommt aber mal ganz kurz nochmal der richtige Pausenscreen. Und zwar ohne Musik von der Fuba, aber dafür von der Pause. Und ich sag dann mal bis in ein paar Minuten.